War früher wirklich alles besser? Lasst uns mal drüber reden. Hallihallo, herzlich willkommen, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ja, ich habe unter einem unserer Videos einen Kommentar gelesen, den würde ich gerne euch mal vorlesen und würde gerne eine Diskussion damit anstoßen. Ja, da war jemand nicht so der Vegan-Fan und hat argumentiert und ich würde gerne mal auf diese Argumentation eingehen. Vegan ist von der Menschheitsgeschichte her grundsätzlich falsch. Warum? Veganer müssen Vitamin B12 künstlich zuführen, was im Tier ist. Unsere Vorfahren waren Jäger, Mammut, Fische, Vögel und Sammler. Wurzeln, Früchte. Siehe mal deine oberen Eckzähne an, ja? Besonders auch die vom Schimpansen. Also ganz ehrlich, meine Eckzähne haben mit dem vom Schimpansen gar nichts mehr zu tun. Ich kann damit, glaube ich, kein Tier reißen. Das sind keine Schützen-Eckzähne. Ich bin ja auch kein Vampir. Ja? Das ist anscheinend jemand, der Paleo gut findet. Paleo ist ja sehr modern. Ne? Low Carb war es früher, jetzt ist es die Paleo-Ernährung. Das machen wir so wie die Steinzeit. Und die Steinzeit, habe ich gerade mal geholt, ging irgendwie über 2 Millionen Jahre. Und da, vor dem Ackerbau war alles besser. Die Leute sind jagen gegangen und haben Fleisch gegessen und gegessen, was hat er geschrieben, Wurzeln und Früchte. Aber Getreide ist schlecht und Brot ist schlecht und Kartoffeln sind natürlich auch schlecht. Und ja, jetzt frage ich mich nur, das gehen wir mal darauf ein, ist es denn so toll, sich zu ernähren wie jemand in der Steinzeit? Wie alt sind die denn in der Steinzeit geworden? Ja, nicht sehr alt. Klar, gab es noch keine Antibiotika, man wusste nicht, wie man Wunden desinfiziert. Es gab keine Zahnärzte, da habe ich gerade was gefunden im Internet. Die Leute hatten jahrzehntelang immer Zahnschmerzen, weil die halt nicht wussten, was sie dagegen tun konnten. Sie konnten es ja nur mit Steinen irgendwie rausklopfen. Also sind wir froh, dass es heute Zahnärzte gibt. Es gibt nichts Schlimmeres als Zahnschmerzen. Aber wieso bestrebt man eine Zeit, in der die Leute nur, was weiß ich, 20, 30 Jahre alt geworden sind, vielleicht 40, und sagt, das war besser. Das kann man ja überhaupt nicht wissen. Ja. Gehen wir nur ein paar hundert Jahre zurück, sind die Leute schon viel früher gestorben. Auch aufgrund dessen, weil natürlich die medizinische Versorgung nicht gut war. Also so Hygiene bei Operationen, bei Geburten, das war ja ganz extrem wichtig. Früher haben sich die Ärzte ja nicht mehr die Hände gewaschen. Nach der Geburt dann sind die ganzen Frauen auf dem Kindsbett gestorben, ja, weil die dann eine Infektion bekommen haben. Ja. Jetzt wieder mal die übliche Behauptung, Vitamin B12 müssen wir künstlich zuführen, weil bla bla bla. Jemand, der klug ist und viel arbeitet oder ein trubeliges Leben hat, der nimmt sowieso B12 für seine Gehirnfunktion. Wir sind alle in einem ganz anderen Hektik. Wir sind die ganze Zeit am Handy, am Computer. Wir fahren mit schnellen Autos rum. Das ist auch alles nicht natürlich. Deswegen sollte man sich mit B12 und B-Vitaminen halt vollhauen, weil der Körper verbrennt das einfach aufgrund des Stresses. Ja? Dass Veganer das machen, um auf Nummer sicher zu gehen, ist sehr klug und sehr, sehr gut. Und das sollte eigentlich auch jeder Omnivore mal checken lassen, ob er nicht einen gravierenden B12-Mangel hat. Das haben nämlich sehr viele. Woher kriegen denn die Tiere B12? Die Tiere kriegen das genauso, also die Landtiere, wie die Fische das Omega-3 kriegen. Die Fische kriegen das Omega-3 aus den Algen und die Tiere an Land kriegen das aus den Mikroorganismen, auf den Feldern und aus dem Dreck. Die Tiere aus der Massentierhaltung haben aber keinen Dreck und keine Felder und schon gar nicht irgendwelche blühenden grünen Wiesen, sondern die kriegen das zugefüttert. Ihr kauft das aufgepimpte Fleisch mit Supplements, die schlecht sind auch noch, und könntet aber den kurzen Weg gehen. Also ich persönlich nehme ein Algenöl, esse keine Fische, ja, weil die Fische essen ja die Algen. Wieso soll ich den Umweg über die Fische gehen? Ja, deswegen nehme ich ein Algenöl für mich, für meinen Omega-3-Spiegel, und ich nehme ein hochwertiges B12 für meinen B12-Spiegel. Und da muss ich nicht über die Massentierhaltung gehen. Ist doch völliger Quatsch. Was ist denn das für eine Argumentation, ja? Und jetzt müssen wir mal uns überlegen, wo stehen wir denn heute? Ist das denn natürlich, mit dem Auto zu fahren, mit dem Flugzeug zu fliegen, sich Schuhe anzuziehen, sich Kleider anzuziehen, sich eine Brille zu kaufen, wenn man nicht gut sieht, ja, sich die Haare zu schneiden, sich zu rasieren? Das ist doch alles, zum Zahnarzt zu gehen, das ist doch alles nicht natürlich. Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, früher war alles besser in der Steinzeit. Ja, bitte, Zeitmaschine steigen, in die Steinzeit zurückgehen und viel Spaß bei den nächsten 4 Wochen deines Lebens. Hast du keine Chance, Mensch, überhaupt nicht. Da wären wir alle tot, keine Chance. Ja, wir leben in einer
Überflussgesellschaft in einem System, was gut funktioniert, obwohl die Lebenserwartung langsam wieder sinkt, ja, gerade in den Industriestaaten, weil wir zu viel Fleisch essen, weil wir zu viel Milchprodukte essen, weil wir zu viele Medikamente nehmen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen darüber, dass in den USA ganz viele Todesfälle waren durch Schmerzmittel, Missbrauch und Drogen, ja. Das ist, weil die so eine komische Drogenpolitik haben, dass die alles verbieten, aber alles reinholen über die CIA. Mhm. Ne? Kann ich mir jetzt nicht vergleichen. Auf jeden Fall ist es so, dass früher war nicht alles besser. Nein, heute ist eigentlich, haben wir alle Möglichkeiten heute, ein gesundes, tolles Leben zu führen, aber das ist auch einigen Leuten nicht recht. Ja? Wir müssen selber die Verantwortung übernehmen für uns und mit unserem Lebenswandel dafür sorgen, dass wir gesund und alt werden, ja. Dazu gehört die Ernährung, die geistige Einstellung, Entspannung, eine Arbeit, die einen erfüllt. Liebe im Leben ist wichtig. Spiritualität, man muss an irgendetwas glauben, an was auch immer, ja. Und dann hat man die Möglichkeit, gesund und glücklich alt zu werden. Schreibt ihr doch bitte mal unten drunter, wie ihr das seht. War früher alles besser? Macht ihr jetzt auch Paleo? Oder ernährt ihr euch vegan und ein bisschen ausgewogen oder ganz krass Rohkost? Würde mich sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss!